Hallo Freunde der Nacht und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, ich habe seit 2 oder 3 Monaten diese Worte nicht mehr ausgesprochen. Also für alle, die neu auf meinem Kanal sind, die haben das wahrscheinlich nicht mitbekommen. Aber ich war jetzt wirklich eine ganze Weile nicht aktiv, weil die Lebensumstände es weder zugelassen haben, zeittechnisch, noch war ich wirklich in der richtigen Stimmung dafür. Und ich glaube, manchmal nimmt das Leben einfach sehr stark an Fahrt auf in sehr wenigen Monaten. Und dann muss man Prioritäten setzen und leider fiel dann YouTube hinten unter. Aber ich finde es richtig, richtig schön, dass im Rahmen dieses Projektes, also des Booktube Sommercamps 2023, ich jetzt wieder hier vor der Kamera sitze und über Bücher rede. Ich habe da so große Lust drauf und ja, ich möchte noch ein paar Worte zu dem Projekt verlieren. Und zwar sind da diverse Kanäle vertreten und es gibt hierzu auch eine Playlist. Die werdet ihr in der Endcard finden, also am Ende dieses Videos und auch in meiner Infobox. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Das sind so viele unterschiedliche Kanäle vertreten, dass ihr bestimmt den einen oder anderen auch noch für euch entdecken werdet. Und hierzu sei gesagt, dass heute Nachmittag, also um 14 Uhr, auch noch ein weiteres Video online kommt, und zwar von der lieben Alice aus Alice im Bücherland. Die wird also auch ein ja, sommerlich-themiges Buchvideo, habe ich das richtig gesagt, auf jeden Fall hochladen. Und darauf dürft ihr gespannt sein, weil in diesem Rhythmus werden in den nächsten Tagen eben auch Videos von all diesen Kanälen hochkommen. Genau. Mein Beitrag zu diesem Projekt sind 5 Bücher aus dem Genre Fantasy, die ich euch gern zeigen möchte. Denn ich finde, leider ist Fantasy eher so ein ja, Genre, das prädestiniert ist für den Winter oder den Herbst, also für die kalte Jahreszeit. Aber ich finde, es gibt super, super viele Geschichten, die sich sehr passend auch im Sommer lesen lassen und die auch ein heißes Setting haben. Und deswegen, ja, würde ich das gern ein bisschen mehr in den Fokus rücken, vor allem, weil ich halt auch eine leidenschaftliche Fantasy-Leserin bin. So, aber jetzt wirklich genug der Vorrede. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, fällt unter das Thema Wir machen eine Reise im Sommer. Und wie es nun mal so ist, reist man auch in Geschichten, vor allem in Fantasy-Geschichten, ziemlich viel. Und ich finde, diese Welt, die ich euch jetzt gleich zeige, die hat etwas ganz Besonderes. Denn es geht um die Reihe Lady Trent's Memoiren von Mary Brennan. Der erste Teil hierzu heißt Die Naturgeschichte der Drachen. Und hier geht es um Lady Trent, also um eine sehr junge Frau oder vor allem eine Frau, die in jungen Jahren großen Erfolg hatte in ihren wissenschaftlichen Studien rund um Drachen. Also sie hat sich viel mit diesen Tieren auseinandergesetzt, sie ist in viele Ecken dieses Kontinents, auf dem sie lebt, gereist und hat Herausragendes für die wissenschaftliche Welt beigetragen. Und man bekommt wirklich aus ihrer Perspektive ihre Memoiren erzählt. Also ihre eigene Stimme ist quasi auch die Erzählerstimme, die teilweise auch schon vorgreift an gewissen Stellen oder in gewissen Situationen, was, finde ich, dem Buch eine ganz, ganz besondere Art und Weise gibt, wie man es erleben kann. Dann haben wir natürlich eigene Kontinente, die hier erschaffen wurden. Das finde ich immer richtig, richtig toll. Ganz viele unterschiedliche Gegenden, vom eisigen hohen Norden bis in versteckte, verwinkelte Wälder und große Täler ist alles dabei. Und in jedem Buch reist man mit ihr halt in einen anderen Bereich oder in eine andere Ecke dieser Welt. Was ich so besonders daran finde, ist natürlich, dass es um Drachen geht und dass Drachen wirklich zentraler Bestandteil dieses Buches sind. Also man erfährt wirklich durch sie ganz viele unterschiedliche Arten von Drachen und die Feinheiten zwischen denen. Und zwar nicht nur, sie sind groß und mächtig und andere sind halt klein und schwächer und dafür schneller oder sonst was, sondern wirklich, wie pflanzen sie sich fort, in welcher Umgebung leben sie, was für ein Fressverhalten haben sie, was für eine Lebenswahrscheinlichkeit haben sie. Also das ist wirklich so, so sehr im Detail durchdrungen, dass man einfach merkt, wie sehr die Autorin diese Wesen liebt. Und da habe ich halt eine große Gemeinsamkeit mit ihr, deswegen habe ich diese Reihe einfach nur verschlungen. Ich fand die toll. Dann hat man gleichzeitig eben noch diesen Reiseaspekt, das gefällt mir immer gut. Und dazu kommt auch noch einen leicht feministischen Touch, der vor allem im Buch 1 sehr gut durchkommt, denn Lady Trent ist eigentlich in einer Welt groß geworden, in der Frauen keine klassischen Berufe und schon gar keine wissenschaftlichen Berufe ergreifen, sondern eher halt klassischerweise am Herd sind und für die Kindererziehung zuständig sind und zu Hause sind. Also man könnte es vielleicht mit dem viktorianischen oder edwardianischen Zeitalter in England vergleichen. Und deswegen war der Kampf in diesen Bereich und in dieses Forschungsfeld für sie extrem schwer und auch das wird halt am Anfang thematisiert. Aber auch, dass sie immer so ein bisschen ja, etwas anders war als zum Beispiel ihre Freunde und auch solche Geschichten liebe ich einfach total, deswegen kann ich euch diese Reihe wärmstens ans Herz legen.
Mit dem nächsten Buch sind wir im Süden der USA, und zwar in Louisiana, genauer gesagt in La Cachette, also in den Sümpfen von Louisiana. Das Buch heißt Dark and Shallow Lies und ist geschrieben von Jenny Meyer Saint, und ich würde das einkategorisieren in das Subgenre Mystery bzw. Fantastic Thrill, so ein bisschen in der Richtung. Wir haben hier die junge Gray. Das ist eine junge Frau, die jeden Sommer seit dem Tod ihrer Mutter in La Cachette bei ihrer Großmutter verbringt, um dort einfach wieder ihre Heimatluft zu schnuppern. Also sie ist dort aufgewachsen, dann ist sie mit ihrem Vater weggezogen und sie will aber weiterhin Kontakt zu diesen Menschen dort vor Ort halten, weil die ihr sehr ans Herz gewachsen sind und vor allem, weil die engste Freundesgruppe, die sich um sie schart, ich glaube, das sind irgendwie so 8, 9 Leute oder so oder vielleicht sogar 10, eben auch dort wohnt. Und das Besondere an La Cachette ist aber, dass es ja das Zentrum des Übernatürlichen ist. Und es gibt in diesem Ort, und zwar auf eine ganz unaufgeregte Weise, Hellseher. Es gibt Menschen, die können ihr eigenes Spiegelbild irgendwohin teleportieren. Es gibt Menschen, die können die Gefühle anderer lesen. Es gibt Menschen, die können Gedanken lesen, obwohl nicht ganz Gedanken, mehr so Fragmente davon und so weiter und so fort. Und manche können sogar in die Zukunft sehen. Also jeder Mensch oder sehr, sehr viele Menschen dort haben übernatürliche Fähigkeiten, die als selbstverständlich betrachtet werden. Und in dem aktuellen Sommer, in dem das Buch stattfindet und auch beginnt, kommt Gray dorthin zurück und ihre beste Freundin ist verschwunden. Man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Man vermutet, sie wurde getötet. Und die Frage ist natürlich bei einem 50-Seelendorf, wer ist der Täter? Und dann taucht auch noch ein junger Fremder in dieser Stadt auf und stellt unangenehme Fragen, auf die niemand so wirklich Antworten zu geben weiß. Und plötzlich kommt heraus, dass jeder irgendein, ich sag mal, schmutziges Geheimnis dort in dieser Stadt hütet. Und was das alles mit dem Verschwinden von Elora, also ihrer besten Freundin, zu tun hat und ob Gray dieses Mysterium auflösen kann, das ist im Grunde das, um was es in der Geschichte geht. Es geht aber auch um die Geheimnisse von Grays Mutter. Es geht auch um die Geheimnisse jedes einzelnen Bewohners dieses Örtchens. Und ich finde ganz, ganz im Besonderen ist hier in diesem Buch hervorzuheben, dass es eine tolle Sprache hat. Also im Besonderen, ich habe jetzt oft im Besonderen gesagt, aber ihr wisst schon, was ich meine, das Ende. Also ich hätte nie gedacht, dass mich ein Ende von einem Fantasy-Thriller so sehr mitreißen kann. Ich habe, glaube ich, die letzten 5 Seiten 10-mal gelesen, als ich das Buch beendet hatte. Und auch jetzt noch kann ich mich ziemlich deutlich daran erinnern, nicht nur, wie es geendet ist, sondern wie die Formulierung hierzu war. Und die war einfach brillant. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte das Heiße und Stickige, ich mochte das Mysteriöse und Geheimnisvolle. Also hatte für mich irgendwie alles. Und deswegen kann ich euch das auch nur wärmstens ans Herz legen als Empfehlung für den Sommer. So, und das nächste Buch ist schon sehr alt, aber immer noch heiß geliebt von mir. Und zwar ist es ein ja, Romantasy-Thriller so ein bisschen. Also wir haben fantastische Elemente, wir haben romantische Elemente und wir haben auch mysteriöse, thrillermäßige Elemente. Und zwar von Kai Meier, Arkadien erwacht. Das ist der erste Teil der Arkadien-Trilogie. Und hier sind wir auf Sizilien, also auch in einem schönen Urlaubsparadies, in das man gut einsteigen kann und sich verweilen kann während der heißen Sommertage. Und hier geht es um Rosa, eine junge Frau, die eigentlich in New York City aufgewachsen ist bei ihrer Mutter, aber durch ein schreckliches Ereignis und weil sie dort einfach wirklich nicht mehr glücklich ist, zu der Familie ihres Vaters geschickt wird nach Sizilien. Und schon im Flugzeug begegnet sie durch einem sehr merkwürdigen Typen, der heißt Alessandro, der spricht auch ein bisschen mit ihr. Und wie sich sehr schnell herausstellt, haben die beiden einen Draht zueinander, also mögen sich und finden sich auch irgendwie ganz nice. Aber vor allem sind sie eigentlich die Sprösslinge von verfeindeten Mafia-Clans. Und zwar gehört Rosa zu den Alcantaras, glaube ich, und Alessandro zu den Canevares. Und die dürfen eigentlich nichts miteinander zu tun haben, also klassisch, wie man halt eine Fehde sich zwischen zwei Mafia-Clans vorstellt. Doch das ist nicht nur die einzige Sache, die so ein bisschen in die Quere kommt in ihrer Zeit dort, sondern vor allem haben beide Mafia-Clans Geheimnisse, und zwar Geheimnisse um ihre Identität und auch noch Geheimnisse innerhalb der Familie. Denn kaum kommt Rosa in der alten Villa ihrer Tante an, merkt sie, dass alles ziemlich heruntergekommen ist und irgendwie jeder so ein bisschen merkwürdig agiert und merkwürdig spricht und man merkt, da brodelt irgendwas im Hintergrund. Aber Rosa weiß nicht genau was und sie versucht natürlich herauszufinden, was in ihrer Familie eigentlich gerade vorgeht. Und ob sie es herausfindet und ob sie ihre Freundschaft und vielleicht auch die Liebe zu Alessandro aufrechterhalten kann, darum geht es in der Geschichte. Ich finde es einfach super, super schön vom Setting her. Ich mochte den fantastischen Aspekt, den ich jetzt hier mal nicht enthüllen will, für alle, die das Buch noch nicht kennen. Ich mochte auch dieses
Mafia, diese mafiaartigen Strukturen, die auf der einen Seite ein sehr, sehr intensives und sehr enges Familienkonstrukt dargestellt haben und auf der anderen Seite halt dann doch sehr brüchig waren, weil durch diese vielen Geheimnisse alles langsam auseinanderbröckelte. Ja, und es geht auch vor allem um ein paar triggernde Themen. Ich weiß gar nicht, ob ich die verraten soll, weil die würden halt auf jeden Fall spoilern. Aber ja, man muss sich schon auf ein bisschen was gefasst machen. Es ist nicht ganz so locker flockig leicht, wie man sich ein Jugendbuch vielleicht vorstellt. Ja, und ich mochte auch den Aspekt der Reise. Also im ersten Band und vor allem auch im dritten Band sind wir, ich glaube schon, viel auf Sizilien. Aber wir sind auch eine Weile lang an der Côte d'Azur in Frankreich. Und ja, ich finde, das gibt halt dieses leichte und lockere Feeling und dieses Ich-bin-unterwegs-Feeling von Sommer ziemlich, ziemlich gut wieder. Und es hat eben auch so einen leicht mystischen und natürlich auch einen fantastischen Aspekt, der aber auch wirklich geeignet ist für Leute, die zum Beispiel Fantasy-Einsteiger sind. Und mit dem nächsten Buch sind wir wieder in Louisiana, also im Süden der USA, aber mit einer ganz, ganz anderen Geschichte und zwar mit humoristischer Fantasy. Von Ian Colfer mit dem Buch Highfire, König der Lüfte. Das ist ein Einzelband, den kann man also auch wirklich so super gut wegsnacken. Und das Besondere daran ist, nicht, dass es wieder um Drachen geht, das war ja klar, dass ich das toll finde, sondern dass es hier um einen altehrwürdigen Drachen geht, der bekannt war unter Lord Highfire, als die Drachen noch groß und mächtig und gefürchtet waren. Doch in der modernen Welt muss er sich ein bisschen mehr der Realität stellen, dass Leute weder an Drachen glauben, noch sich vor ihnen fürchten, noch wahnsinnig viel Respekt vor ihnen haben. Und weil ihn das so ein bisschen desillusioniert hat und auffrustriert hat, hat er sich eben in den Süden der USA zurückgezogen, da ist es schön warm, da gefällt es ihm als Reptil. Und eigentlich will er einfach nur sein Dasein fristen und trinkt viel, zieht merkwürdige T-Shirts an und ansonsten macht er nicht wirklich was. Aber plötzlich stolpert der 15-jährige junge Squib bei ihm in sein Haus rein und er sieht die Möglichkeit gekommen, vielleicht seinen alten Ruf wiederherzustellen. Ob er das dann am Ende wirklich macht und warum Squib bei ihm Zuflucht sucht, denn bei ihm ist halt auch die Mafia irgendwie ein bisschen involviert und er hat ein bisschen Angst, da verfolgt zu werden. Um all das geht es in diesem Buch. Ich finde, es ist ein bisschen skurril, es ist ein bisschen anders. Also ich kann auch verstehen, wenn man dieses Buch nicht mag, aber ich finde genau diese Andersartigkeit macht diese Geschichte so besonders. Und gleichzeitig ist sie halt einfach witzig. Und humoristische Fantasy ist leider Gottes einfach viel zu wenig, nicht nur auf YouTube, sondern generell in den Bücherläden vertreten. Und deswegen finde ich es irgendwie schön, so eine Geschichte auch mal in die Kamera zu halten. Und sie eignet sich eben auch wirklich, wirklich gut für den Sommer. Im nächsten Buch wird es maritim, sag ich mal. Wir haben hier Fluch der sieben Seelen, also das ist der erste Band einer Reihe, deren Reihenbezeichnung ich nicht kenne, aber es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Band dazu, das heißt, das Ganze ist eine Trilogie, und zwar von Adeline Grace. Das habe ich vor 2 oder 3 Jahren gelesen, ist schon ein bisschen her, aber ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern und ich finde es eben richtig toll, weil wir so ein Inselfeeling haben, gleichzeitig ein Abenteuer- und Piratenfeeling, was ich immer finde total gut in den Sommer passt und gleichzeitig auch eine klassischere Geschichte im Sinne von einer Prinzessin, die ein Geburtsrecht mitbringt und zwar ist es so, dass in diesem Inselkönigreich, in dem sie Prinzessin ist, jeder seine individuelle Magie hat und diese individuelle Magie einem quasi auf eine Insel zuordnet und dort soll man halt seiner Arbeit nachgehen, um das ganze System aufrechtzuerhalten. Doch als Prinzessin hat sie keine Wahl, also sie kann ihre Magie nicht wählen, beziehungsweise sie wird ihr einfach nicht zugesprochen, sondern sie wurde schon ihr ganzes Leben lang ausgebildet, um die oberste Hofmagierin am Königshof zu werden und schlussendlich Seelenmagie auszuüben. Und diese Seelenmagie muss sie aber in einer großen, pompösen und wichtigen Zeremonie unter Beweis stellen. Und wenn sie das nicht schafft, hat sie keinen Anspruch auf den Thron, beziehungsweise wird verstoßen. Da lastet also ziemlich viel Druck auf ihr und jetzt ist es so, dass während dieser Zeremonie auch alles schief geht, sie diesen Beweis nicht wirklich erbringen kann und dann auch noch fliehen muss. Und sie ja, heuert mehr oder weniger an, beziehungsweise wird mehr oder weniger mitgenommen auf einem Piratenschiff des berüchtigten Piraten Bastion. Und von dort aus macht sie dann eine Reise quasi durch ihr eigenes Land. Sie erkundet die verschiedenen Inseln, sie erfährt viele dunkle Geheimnisse über die Seelenmagie und vor allem auch über ihre Familie und über dieses Inselreich und versucht natürlich, die Geheimnisse zu ergründen und schlussendlich auch natürlich in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ob sie das schafft oder nicht, darum geht es in der Geschichte.
Also wir haben wirklich ein paar klassische Elemente dabei und auch ein paar Sachen, die man schon in der Art so schon mal gelesen und gehört hat. Aber ich finde die Art und Weise, wie es geschrieben wurde, war besonders. Und ich weiß nicht warum, aber ich könnte mir so gut diese Inselgruppe vorstellen und generell diese verschiedenen Inseln, wie die dargestellt sind, was für ein Flair die umgibt, wie die Menschen dort sind, wie die Kultur deren Leute ist. Also das war wirklich, wirklich gut beschrieben und ich mag halt einfach sehr tolles Worldbuilding. Und deswegen wollte ich dieses Buch an dieser Stelle auf jeden Fall auch empfehlen. So, wir sind am Ende meines Videos angekommen. Ich hoffe, ihr konntet den ein oder anderen Buchtipp für euch mitnehmen. Und schreibt mir doch auch jetzt gerne in die Kommentare, was ihr denn so im Sommer in Fantasy-Büchern gerne lest oder was ihr gelesen habt oder auf was ihr euch freut. Mich würde das alles interessieren. Vielleicht finde ich da auch selbst auch noch ein paar Buchtipps. Und ansonsten bleibt mir wie immer nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.